Grüß Gott, guten Abend aus Prien am Chiemsee. Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu begrüßen zur Eröffnung unserer Jubiläumsausstellung im Licht. Ich möchte ganz herzlich unsere beiden Kuratorinnen begrüßen, die Inge Fricke und die Ute Gladigau. Unseren ersten Bürgermeister, den Herrn Andreas Friedrich, und den ersten Vorsitzenden des Kulturfördervereins, den Herrn Fritz von Daumiller. Schön, dass Sie heute alle hier sind, es ist ein kleiner Rahmen, aber ich hoffe, dass Sie uns von zu Hause alle verfolgen. An der Stelle herzliches Grüß Gott, Herr Bürgermeister, ich freue mich auf Ihre begrüßenden Worte. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Hübner. Sehr geehrter Herr Dr. von Daumiller, liebe Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Kulturfördervereins, liebe kunstbegeisterte Prienerinnen und Priener, sehr geehrte Damen und Herren, wir erfahren aktuell ganz bewegte Zeiten. Ein Frühjahr, das geprägt war von menschenleeren und autofreien Straßen. Ein Sommer, in dem unser schönes Prien dafür mit Touristen und Autos aus allen Ecken unserer Bundesrepublik fast schon zu überlaufen gewesen ist und der uns mit seinen starken Stürmen und seinen Regenfällen weit über jedem statistischen Wert in Erinnerung bleiben wird. Und aktuell erleben wir einen Herbst, der von den Temperaturen gefühlt schon wieder viel zu kurz war und der geprägt ist von sich abwechselnden Meldungen, ob die Stadt und der Landkreis Rosenheim wieder einmal eine von der Politik festgelegte Warnschwelle reißen werden oder ob der Wert der an Corona-Infizierten doch unter diesen Werten bleibt und das öffentliche Leben somit eine weitere Woche gesichert ist und weitergehen kann. Von diesen steigenden Infektionszahlen ist jetzt leider auch die Vernissage unserer Ausstellung im Licht, 75 Jahre Kunstausstellung in Prien am Chiemsee, betroffen. Wir hatten im Vorfeld überlegt und geplant, wie man unter den aktuellen Herausforderungen diese Vernissage durchführen könnte. Wir haben eine verbindliche Anmeldung vorgesehen. Wir hätten die Vernissage auch auf 2 Etappen durchgeführt und doch kam dann im Laufe des gestrigen Donnerstags die Meldung, dass der Landkreis nun auch den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten hat. Und angesichts dieser Entwicklung haben wir uns dann umgehend dazu entschieden, die geplante Vernissage abzusagen und unsere Grußworte und die fachliche Einführung von Frau Gladigau und von Frau Fricke aufzuzeichnen bzw. live ins Internet zu übertragen. Denn so schön und so wichtig wie die Kunst auch ist, die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit von uns allen ist das oberste Gut, welches es zu schützen und zu bewahren gilt. Meine Damen und Herren, es sind bewegte Zeiten. Und doch ist es sicherlich kein Vergleich zu der Zeit, die man nach 1945 in unserer Region, in ganz Deutschland oder auch in Europa erleben musste. Ja, im Frühjahr 2020 wurde in den Supermärkten das Klopapier knapp. Ja, die Besuche bei Verwandten und Bekannten mussten gerade in den Pflegeheimen oder in den Krankenhäusern eingestellt werden. Und ich bin mir sicher, dass so manches Herz in dieser Zeit an Vereinsamung zerbrochen ist und die Menschen gerade in den Alten- und Pflegeheimen mehr mit der Isolation gekämpft und gehadert haben, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Ja, auch die Wirtschaft, die Gastronomie und der ganze Tourismus haben den Lockdown als Schockerlebnis gehabt. Nicht nur als Schock, sondern als existenzbedrohend und furchteinflößend wahrgenommen, so wie man es sich eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges bei uns überhaupt nicht mehr hat vorstellen können und hat erdenken können.
Und trotzdem glaube ich, dass die Menschen unmittelbar nach Kriegsende noch eine viel ungewissere Zukunft vor Augen hatten. Und dennoch haben sie damals zunächst wieder zu sich selbst und vor allem aber wieder zueinander gefunden. Gemeinsam wurde der Blick nach vorn gerichtet und miteinander wurde diese damalige Krise überwunden. Und ich glaube, dass wir auch aus dieser aktuellen Krise wieder herausfinden werden, dass wir diese weltweite Pandemie eines Tages hinter uns lassen werden und dass wir dann auch wieder hellere und fröhlichere Tage erleben werden. Im Licht 75 Jahre Kunstausstellung in Prien will hier Mut machen. Es will Freude und Offenheit vermitteln und knüpft dabei an die erste freie Kunstausstellung in Bayern kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges an, die hier in unserem wunderschönen Ort stattgefunden hat. Diese Kunstausstellung mit damals fast 190 Werken von Malern, Bildhauern und Grafikern war ein Ausdruck der wiedergewonnenen geistigen Freiheit vor allem. Man genoss es, endlich wieder frei zu sein nach Diktatur und Vernichtungskrieg, nach Jahren der kulturellen Gleichschaltung und der Bevormundung. Und so verwundert es nicht, dass unter dem Leitmotiv Toleranz und Demokratie trotz einer weitgehend zerstörten Infrastruktur unzählige Besucherinnen und Besucher diese Ausstellung und unseren Ort besuchten. Unsere Ausstellung im Licht dokumentiert anhand von Beispielen diese wiedergefundene Freiheit und die Schaffenskraft der Künstlerinnen und Künstler der ersten Stunde. Vielfältige Stile und Motive, die Kraft der Farbe, aber sie zeigt auch die Versuche, das Erlebte zu verarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen. Wir zeigen aber nicht nur eine Gedächtnisausstellung, sondern es wird auch die Entwicklung in der regionalen Kunst nach 1945 dokumentiert, gezeigt werden künstlerische Ausdrucksformen in wirklich beeindruckender Vielfalt und Qualität, Malerei, Druckgrafiken, Fotografie und auch Skulpturen sind zu bewundern. Und ich freue mich, heute diese gelungene Ausstellung eröffnen zu dürfen und ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Verantwortlichen des Kulturfördervereins, unseren beiden Kuratorinnen, der Frau Gladigau und der Frau Fricke und natürlich auch der Hausherrin der Galerie im Alten Rathaus, unserer Frau Hübner, die hier alle wieder jede Menge Arbeit, Zeit und vor allem Herzblut investiert haben, um uns für ein paar Stunden in die Welt der Kunst zu entführen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich einladen, sich selbst ein Bild zu machen, unsere Ausstellung zu besuchen und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute und bitte bleiben Sie gesund. An dieser Stelle darf ich dann das Wort an die Frau Gladigau und die Frau Fricke weitergeben. Als Kuratorinnen der Ausstellung im Licht, 75 Jahre Kunstausstellung in Prien 1945 bis 2020, möchten wir Sie heute Abend herzlich begrüßen. Inge, wie war denn die Stimmung damals bei den Künstlern unmittelbar nach Kriegsende? Momente und Erinnerungen von Zeugen aus dieser Zeit. Marianne Lüdecke beschreibt es sehr anschaulich in ihren Erinnerungen, wie es zu den ersten Treffen beim Fischerwirt in Weisham kam. Wilhelm Georg Maxon hatte eine behelfsmäßige Unterkunft im Wirtshaus in einem Nebenzimmer. Bei Kerzenschein, dick in Mäntel gehüllt, traf man sich.
In den Bemühungen, etwas Neues zu wagen, war man sich bewusst, ganz auf sich alleine gestellt zu sein. Für alles waren Genehmigungen des US-Militärs vonnöten, endlose Verhandlungen und ein langer und komplizierter Behördenweg standen bevor. Dabei waren bei den ersten Treffen im Frühsommer 1945 Wilhelm Georg Maxon und Dr. Hugo Decker die Initiatoren und auf jeden Fall die Künstler Robert Kallenberger, Rudolf Kriesch und Marianne Lüdicke, damals noch ganz jung, erst 26 Jahre alt. Ihr Ziel war es, eine Kunstausstellung zu organisieren, mit der Kunst nach Jahren der Unfreiheit wieder an die Öffentlichkeit zu treten und sich als Künstler wahrgenommen zu sehen. Dafür haben sie viele Mühen auf sich genommen. Die Künstler waren verstreut, mussten erst wieder ausfindig gemacht werden. Der eine wusste wieder etwas über den anderen, man trat wieder in Verbindung. Die Wege waren lang, ein Auto hatte natürlich niemand, Post und Bahn gingen nicht mehr, der Bahnhof in Rosenheim war ja zerstört. Kommunikation war nur spärlich möglich, es gab Ausgehverbote und Sperrzeiten. Eigentlich geschah alles zu Fuß oder auf dem Rad. Und trotzdem waren sie voller Tatendrang. Warum wohl? Den Grund nennt Wilhelm Georg Maxon sowohl in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung von 1945 als auch in zahlreichen Schriftstücken, die er an die zuständigen Behörden verfasst. Es ging um die wiedergewonnene geistige und künstlerische Freiheit, nachdem man den dunklen Jahren des Krieges, der unwürdigen Bevormundung, der Drosselung entkommen war und natürlich überlebt hat. Maxon betont, dass wirkliche und wahrhaftige Kulturarbeit zu den Grunderscheinungen eines noch so bescheidenen Lebens gehört. Es ging ihm tatsächlich um alle Belange des kulturellen Lebens: Ausstellungen, Vorträge, musikalische Beiträge und das im Interesse der Gesamtheit. Selbstverständlich war ihm die Notwendigkeit der Bewältigung des Alltags mit all seinen Schwierigkeiten bewusst. Trotzdem setzte er sich für ein freies Kulturschaffen ein. In seiner Tätigkeit war der neu gegründete Kulturkreis Chiemgau sehr erfolgreich. 29 Künstler nahmen an dieser ersten Ausstellung teil in den 14 Räumen des leerstehenden Amtsgerichts gleich hier nebenan. Viele von diesen Künstlern der ersten Stunde sind in unserer Ausstellung vertreten. Zum Teil sogar mit Werken, die sie damals gezeigt haben. Das 1943 im Exil in Übersee entstandene Gemälde der Enkelkinder von Willi Geiger ist eines davon. Es berührt auf besondere Weise. Vor dem Hintergrund der Landschaft des Chiemgaus sagt der Blick der Kinder mehr aus über das Erlebte in der Zeit der Unfreiheit und der tiefsten Sorge als manches Wort. Ein weiteres Werk grüßt aus der Vergangenheit. Es befindet sich in der Kunstsammlung der Marktgemeinde und hat sich auf seinen kleinen Weg gemacht vom Heimatmuseum in die Galerie im Alten Rathaus. Das Chiemgau-Stillleben von Dr. Hugo Decker. Es war das erste Bild, das damals bei dieser Ausstellung verkauft wurde. Wir sind heute in der glücklichen Lage, diese Künstler der ersten Stunde nicht ausschließlich mit den 1945 ausgestellten Werken, sondern auch mit späteren Arbeiten zu präsentieren. Somit können wir ihre künstlerische Entwicklung dokumentieren. Denn in der ersten Ausstellung nach dem Krieg zeigten sie Landschafts- und Chiemsee-Bilder, Stillleben, Blumenbilder, Porträts, Aktbilder und Tierstudien. Zeitlose Themen, die das Wiederaufleben des Ausstellungswesens in Prien ermöglichten. Da war aber keine Avantgarde, keine Moderne und keine kritische Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit.
eine stärkere Betonung der Moderne aber wünschte sich auch Maxon bereits 1946 bei der Eröffnung der zweiten Ausstellung des Kulturkreises Chiemgau, ebenfalls hier in Prien. Gleich nach dem Krieg waren die Künstler sicherlich noch etwas zurückhaltender mit der Moderne. Das Erlebte hatte sie traumatisiert. Manche kehrten erst nach Jahren aus der Gefangenschaft in die Heimat zurück, manche nie mehr. 12 Jahre der Unfreiheit der Kunst, 12 Jahre Diktat und Dogma, die lange Zeit der Einflussnahme hatte der künstlerischen Vielfalt entwöhnt und verunsichert. Erst langsam kam der Informationsfluss wieder zustande und neue Orientierungsmöglichkeiten. Viele Künstler mussten sich anpassen, ins Ausland oder ins Exil gehen oder einen Weg in die innere Emigration suchen. Und nicht wenige verließen die Großstadt, hatten in den zerbombten Ateliers ihr ganzes Frühwerk verloren. Sie suchten Zuflucht auf dem Lande, auch, vor allem auch bei uns hier im Chiemgau. Und nicht nur bildende Künstler, sondern auch viele andere Kulturschaffende. Das können wir heute für uns als einen Glücksfall bezeichnen. Viele dieser Künstler wurden zu den prägenden Persönlichkeiten unserer Künstlerlandschaft Chiemsee. Aber damals waren die Zeiten schwer, die Künstler hatten Berufsverbot, Professoren wurden von den Universitäten entlassen, ihre Werke galten als entartet und wurden aus Museen und Sammlungen entfernt und ins Ausland verkauft. Dies war ein herber Verlust für die Museen, die nach dem Krieg durch Rückkäufe und das mühsame Zusammenführen der ausgelagerten Kunstwerke wieder alles aufbauen mussten. Es bedurfte außerdem einiger Jahre, um zerstörte Museumsgebäude und Räume wieder angemessen herzurichten. Bis heute tauchen Kunstwerke an weit entfernten Orten wieder auf, die durch Krieg und Kriegswirren dorthin gelangt waren. Aber wie ging es mit den Künstlern weiter? Die Künstler haben weitergearbeitet unter erschwerten Bedingungen. Es gab keine Farben, keine Leinwände und da war die Angst, denunziert zu werden. Denn es gab sie nicht nur in den Gedanken, die schwere Last des Erlebten, des Zeitzeugen. Sie arbeiteten daran, im Verborgenen, ihre Werke versteckt in Koffer oder Kiste. So Maxon, er malt sich den Schrecken des Krieges von der Seele mit seinem Documentum Humanum. Und Willi Geiger, im Exil, im eigenen Lande, entstehen unbemerkt in den Jahren 43, 44 seine Mappenwerke 12 Jahre und eine Abrechnung. Es sind ergreifende Bilder der leidenden Zivilbevölkerung und des Ausgeliefertseins an eine gnadenlose Diktatur apokalyptischen Ausmaßes. Eine ganz andere Seite zeigt ein weiteres Dokument der Zeit. Es sind die gezeichneten Feldpostkarten Markus von Gosens. Kleine Bilder aus dem Alltag des Krieges. Humorvoll und satirisch, zum Teil so deutlich kritisierend, dass man sich wundert, wie sie durch die Zensur gingen. Die Ereignisse lassen die Künstler nicht los. Auch nach Jahren, viel später, werden Trauer und Leid in christlich thematisierten Bildern wieder aufgenommen. Sehr viele Künstler haben das Thema des Krieges allerdings aus ihren Werken ausgeblendet. Sie sind neue Wege in der Malerei gegangen, haben die Abstraktion für sich entdeckt. Sehr treffend formulierte Walter Brendel die Situation in einem Brief an seine Frau Clara. Würde ich auf Papier oder Leinwand das bringen, was das Leben beinhaltet und aussagt, es wäre schrecklich. Darum suche ich lieber eine Welt, die befreit und beglückt. Es galt, sich vom Gegenstand zu befreien, die Farbe von der Form zu lösen und zu einem eigenständigen Bildgegenstand werden zu lassen, wie in absoluter Vollendung bei Ruprecht Geiger. Viele Künstler, die auch um die Jahrhundertwende geboren waren und die zwei Weltkriege miterleben mussten, gingen nicht so weit.
Der Kunsthistoriker Rainer Zimmermann hat den Stil dieser als verschollenen Generation zusammengefassten Künstlergeneration als expressiven Realismus bezeichnet. Ihre Vorbilder fanden sie im deutschen Expressionismus, in kubistischen und ungegenständlichen Kunstexperimenten. Ihre Malerei bleibt immer gegenständlich. Sie ist heiter und farbenfroh. Es sind Stillleben, Landschaften und Blumenbilder. Die Farbe wird zum wichtigen Gestaltungsmittel. Wie ging es aber mit dem Ausstellungsgeschehen nach der ersten Ausstellung 1945 weiter? Nach den ersten dokumentierten Ausstellungen 1945, 46 und 47 wird es ruhiger. Nach der Währungsreform in Zeiten des Wirtschaftswunders und des Wunders von Bern werden aus Notgemeinschaften Künstlergemeinschaften. Ein großer Teil des Ausstellungsgeschehens verlagert sich wieder mehr in die zusehends aufgebauten Großstädte. Auch die Ausstellungen im Haus der Kunst beginnen wieder. Ende der 50er Jahre nimmt das Ausstellungsgeschehen in Prien wieder richtig Fahrt auf. Es etablieren sich saisonale und Themenausstellungen und die bis heute stattfindende Ausstellung zur Künstlerlandschaft Chiemsee. Freundschaft und Gemeinschaft waren immer wichtig. Sich der Not bewusst entwickelt man Überlebensstrategien, hilft sich gegenseitig und eröffnet sich und auch den Künstlerkollegen Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten, zum Beispiel Walter Brendl mit seinem hervorragenden Organisationstalent und seinen Verbindungen in der Kunstszene. Eine besondere Leistung in einer Zeit schwieriger Verhältnisse und des Aufbaus. Dieser Zusammenhalt wurde mit der auf Initiative von Lenz Hamberger, Konrad Huber und Markus von Gosen 1966 gegründeten Künstlergruppe Prien besiegelt. Ihr Ziel war es, sich gegen die Überrepräsentation der großen auswärtigen Künstler zu behaupten, die immer zahlreicher in Prien ausstellten. Sie erreichten bei dem Bürgermeister Franz Seebauer, dass im Arbeitsausschuss der Sommerausstellung mindestens zwei Priener Künstler vertreten waren und dass ein Künstler ihrer Wahl einen eigenen Raum erhielt, um gebührend gewürdigt zu werden. Diese Künstlergemeinschaft mündete in der Kalendergemeinschaft, die von 1975 bis 1994 jährlich einen gemeinsamen Kalender rausbrachte. Da jedes Blatt ein Holzschnitt war, aber nicht jeder Künstler ein Holzschneider, war dies eine besondere Arbeitsgemeinschaft. Sehr wichtig war ihnen auch das gesellige Zusammensein, der monatlich stattfindende Künstlerstammtisch, die berühmten Weihnachtsausstellungen, die Gartenfeste, gemeinsame Ausflüge. Ab 1994 gab dann Lenz Hamberger den Kalender nunmehr alleine heraus und das bis 2012. Diese Kalender sind kleine Kostbarkeiten, von denen viele von Ihnen vielleicht noch zu Hause ein Exemplar haben. In der Ausstellung kann man einen Blick werfen wieder auf dieses wertvolle Stück Priener Kulturgeschichte. Schön wäre, wenn es wieder einmal so etwas in dieser Art gäbe. Wie sieht es aktuell in der Kunstszene in Prien aus? Ja, die Weichen für eine würdige Präsentation der zeitgenössischen regionalen Kunst sind mit dem Umbau des frei gewordenen alten Rathauses zu einer Kunstgalerie 1985 und der Gründung des Kulturfördervereins Prien im gleichen Jahr gelegt worden. Auch die jährlich stattfindende Sommerausstellung Künstlerlandschaft Chiemsee, Kunst im Chiemgau, ist ein fester Bestandteil geworden. Blickt man zurück auf die mühevollen und intensiven Vorbereitungen des Künstlerkreises Chiemgau 1945, ist es geradezu eine Pflicht, in dieser Tradition weiterzumachen. Ein Wunsch, den Maxon übrigens bereits 1945 geäußert hat. Vielleicht auch könnte sich später der Kreis landschaftlich verankert über diese Grenze hinaus zu einem Kulturfaktor bei weiterem Neuaufbau entwickeln. Die zeitgenössische Kunst präsentiert sich heute in einer freudlichen stilistischen Vielfalt, losgelöst von akademischen Vorgaben. Die Künstler, die mit ihren Arbeiten in dieser Jubiläumsausstellung vertreten sind, sind allesamt regelmäßige Teilnehmer der auch heute noch von Priener Künstlern jurierten Sommerausstellung.
Sie prägen die Künstlerlandschaft Chiemsee in besonderer Weise. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele namhafte Künstler gewinnen konnten. Und wir freuen uns über unsere jungen Werke und unsere jungen Künstler, die mit ihrer Arbeit den Weg in die Zukunft weisen. Mit der Ausstellung im Licht zeigen wir die Entwicklung in der regionalen Kunst von 1945 bis heute. Vertreten, Sie haben es schon zusammengefasst, mit Malerei, Skulptur, Druckgrafik, Fotografie und Videokunst. Auf den Weg haben wir beide uns gemacht, nach längeren Recherchen, mit einem Konzept, das erstmal nur auf Papier bestand. Und wir sind heute froh, dass dieses Konzept aufgegangen ist. Ausstellungsbegleitend ist eine Publikation entstanden, darf ich hier zeigen. Sie beschreibt die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Ausstellungswesens und die Situation der Künstler der ersten Stunde, soweit bekannt. Selbstverständlich ist der Katalog auch reich bebildert. An dieser Stelle ein besonderer Dank an den Kulturförderverein für die finanzielle Unterstützung dieser Publikation und an die Druckerei Rieder für Beratung und Geduld. Einen besonderen Dank möchten wir auch Frau Andrea Hübner, der Geschäftsführerin der Prien Marketing GmbH, aussprechen, die uns jederzeit unterstützend zur Seite stand, und selbstverständlich auch den Kollegen und Kolleginnen von der Prien Marketing GmbH, die zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben. Aber was wären wir ohne die Kunstwerke? An dieser Stelle ein Dankeschön an unsere Leihgeber, die Kunstsammlung der Marktgemeinde Prien und das Archiv Geiger. Besonders danken wir für den überaus freundlichen Empfang in den Ateliers der Künstler und bei ihren Nachfahren. Viele interessante Geschichten, Berichte und Eindrücke machten unsere gemeinsamen Fahrten zu lehrreichen und unterhaltsamen Ereignissen, die in Erinnerung bleiben werden. Und noch etwas. 75 Jahre Kunstausstellung in Prien. 35 Jahre Galerie im Alten Rathaus. 35 Jahre Kulturförderverein Prien. Aber auch 35 Jahre Fritz von Daumiller als Vorsitzender unseres Kulturfördervereins seit seiner Gründung. Er ist so, wie man ihn sich nur wünschen kann. Immer vermittelnd, nie etwas vergessend, immer in den Diensten der Kunst und der Sache. Sein Beistand und sein Rückhalt ließen uns Flügel wachsen, wie damals die wiedergewonnene Freiheit den Künstlern nach dem Krieg. Lieber Fritz, wir bedanken uns bei dir im Namen vieler Freunde der Kunst, die heute leider nicht persönlich da sein können. Lieber Fritz, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, im Namen natürlich der Prien Marketing GmbH und von den Kuratorinnen beraten, haben wir dir auch ein Kunstwerk ausgesucht. Das haben die beiden Kuratorinnen ausgesucht. Und da du ein sehr offener Mensch bist, haben wir eine junge Künstlerin ausgewählt, die Katharina Schmidtmeier. Und wir hoffen, dass dir das gefällt und du bei dir zu Hause noch einen würdigen Platz findest, der dich dann auch an die Zusammenarbeit mit uns, an den Kulturförderverein, erinnert. Herzlichen Dank. Ja, ich bin gerührt. An sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und ja, also das wird natürlich einen würdigen Platz finden. Und ich darf jetzt gleich überleiten zu meinem Beitrag. Hier, sehr verehrte Frau Hübner, liebe Andrea, liebe Kuratorinnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, nach diesem ebenso charmanten wie kompetenten und instruktiven Zwiegespräch unserer beiden Kuratorinnen möchte ich Sie alle namens des Kulturfördervereins herzlich grüßen. Der Dank liegt zunächst bei mir, bei euch, mich zu bedanken bei den Kuratorinnen,
für die wahnsinnig viele Arbeit. Ich habe ja ein bisschen was davon mitgekriegt. Und naja, wenn ich manchmal einen Beitrag, einen kleinen Beitrag habe leisten können, freut mich das sehr. Ich hätte jetzt da das nicht so ausbreiten müssen. Es war ja schon seit langer Zeit das Konzept und der Plan da, diese Jubiläumsausstellung durchzuführen, und spätestens Ende des letzten Jahres und Anfang des Jahres 2020 ist es sehr konkret geworden. Die Corona-Pandemie hat es dann wieder zeitweise unterbrochen. Wir wollten ja eigentlich schon im Mai mit dieser Ausstellung beginnen. Jetzt, ja, ist uns natürlich wieder Corona irgendwie dazwischen gekommen, und es ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir nicht live mit vielen Besuchern, noch besser mit einem großen Gedränge in unserer Galerie diese Vernissage begehen können. Aber nichtsdestoweniger der Dank für die beiden Kuratorinnen. Der Herr Bürgermeister hat schon gesagt, sie haben mit viel Herzblut, mit Eifer und großem Sachverstand diese Ausstellung konzipiert und geleitet. Und jetzt, was ihr hier in eurem Zwiegespräch geboten habt, das ist ja wie eine Kunstgeschichte des Marktes Prien und des Chiemgaus seit 1945. Und da ist auch dieser wunderschöne Katalog, den die beiden Kuratorinnen zusammengestellt haben, äußerst wertvoll. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, dass Sie sich diesen Katalog kaufen. Dieser Katalog ist kunstgeschichtlich und kunstwissenschaftlich äußerst bedeutsam und er ergänzt in wunderbarer Weise unser Standardwerk Künstlerlandschaft Chiemsee von Ruth Negendank. Meine Damen und Herren, für den Kulturförderverein ist diese Ausstellung besonders wichtig. Es ist vielleicht die wichtigste oder eine der wichtigsten Ausstellungen der letzten 35 Jahre. Die Ausstellung zeigt nämlich das, worauf es dem Kulturförderverein ankommt. Einerseits die Tradition der klassischen Chiemsee-Maler oder Maler am Chiemsee zu pflegen und andererseits die zeitgenössische Kunst zu fördern und in die Zukunft zu blicken. Und darum ist auch das von den Kuratorinnen ausgesuchte Titelbild der Ausstellung sehr passend. Es ist also kein altes Bild, es ist das Bild eines ganz modernen Künstlers. Er ist zwar auch schon sehr alt, von Hermann Wagner aus Seeon, im Licht. Wir sehen hier das Licht in diesem Bild, und dieses Licht, das soll uns weiterhin auf unserem Weg in die Zukunft begleiten. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, wir haben also nicht, und zwar war das von Anfang an unser Bestreben, eine Gedächtnisausstellung 1945, also 75 Jahre zurückblickend hier organisiert, sondern wir wollten bewusst den Blick in die Zukunft wagen. Und drum, meine Damen und Herren, ist es ja auch so, dass diese Ausstellung eine große Bandbreite hat. Sie geht von Wilhelm Georg Maxon und Dr. Hugo Decker mit dem berühmten Briener Hut, dem Stillleben des Chiemgaus, geht sie bis zu unseren beiden jüngsten Künstlerinnen, der Katharina Schmidmeier und der Sophia Grutsch. Die Katharina Schmidmeier, können wir das Bild noch mal zeigen, das ist ja ganz wunderbar, was sie gemacht hat, und auch die Sophia Grutsch ist eine junge Künstlerin, die gerade die Akademie verlassen hat, erfolgreich verlassen hat und die uns den Weg beide in die Zukunft wagen. Ja, es ist bereits schon gesagt worden, 35 Jahre begleitet der Kulturförderverein das Briner und Chiemgauer Kunstleben. Und da möchte ich heute einmal einen besonderen Dank sagen an unsere Mitglieder. Wir haben derzeit
immer so rund um die 500, etwas drüber, haben wir Mitglieder. Und es ist so, dank Ihrem Einsatz, Ihrer Kritik, ich kriege oft viele Telefonanrufe, Ihren Anregungen, ja, können wir unsere Arbeit erfolgreich fortsetzen. Die Mitglieder haben ermöglicht, dass wir die Galerie restaurieren ließen. Wir haben einen erheblichen Beitrag dazu an den Markt Brien geleistet. Die Mitglieder haben ermöglicht, dass wir ja, jetzt nicht auf jeden Euro schauen müssen, wenn wir einen dicken Katalog fertigen wollen oder wenn wir irgendwelche ganz besonderen Beschriftungen, die sind nämlich ganz toll, wenn Sie sich die Ausstellung dann anschauen, wenn wir diese anbringen. Also ein ganz herzlicher, ausdrücklicher Dank an unsere Mitglieder. Ein Dank für Ihre Treue und gleichzeitig mit der Bitte, weiterhin Mitglieder zu werben. Wir haben jedes Jahr einen Verlust von etwa 20 Mitgliedern durch Tod, Krankheit und so weiter. Und die müssen wir immer wieder auffangen. Und bisher gelingt uns das ganz gut. Und das hoffe ich, dass das auch uns weiterhin dieser Erfolg mit den Mitgliedern begleitet. Dankend möchte ich auch die Initiatoren des Kulturfördervereins erwähnen. Das sind Fritz Eigner, der frühere Kulturreferent der Gemeinde. Es war der dritte Bürgermeister Willi Kessler und es war der erste Bürgermeister Lorenz Kollmannsberger. Sie haben die Idee gehabt, einen Verein zu gründen anlässlich der Übersiedlung der Gemeindeverwaltung von dem alten Rathaus in das neue Rathaus an der Bernauer Straße und der Umwidmung des alten Rathauses zu einer Galerie. Dank auch dem damaligen Gemeinderat, der diese weitreichende Entscheidung getroffen hat, wonach die Künstler, wir haben schon gehört, dann endlich eine angemessene Heimat bekommen haben. Ja, danken möchte ich auch den Galerieleitern. Da sind einmal, war das Fritz Eigner, dann war das Karl Ass, der im Jahr 2015 aus eigenen Stücken die Galerieleitung zurückgelegt hat. Danken möchte ich der jetzigen Hausherrin und Galerieleiterin, Frau Andrea Hübner, mit ihrer rechten Hand, Frau Martina Lehmann, die für die Galerie innerhalb der Brien Marketing zuständig ist, und den anderen charmanten Damen des Teams. Da möchte ich jetzt keine einzelne herausheben. Und ja, gedenken möchte ich heute auch unseres Ehrenmitglieds Gerd vom Höfel, der am letzten Samstag verstorben ist. Ich war heute Nachmittag auf seiner Beerdigung und ich habe in meiner Trauerrede seine Verdienste für den Kulturförderverein gewürdigt. Er ist 1988 unserem Verein beigetreten. Er ist 1991 in das Amt des dritten Vorsitzenden gewählt worden, das er 19 Jahre lang bis zum Jahr 2009 ausgeübt hat. Gerd vom Höfel hat Kulturfahrten an verschiedensten Orten in die nähere und weitere Umgebung organisiert. Er hat die Briener Gespräche initiiert mit hochrangigen Vertretern aus dem In- und Ausland, immer mit dem Thema, mit gewissen Variationen allerdings, unsere bayerisch-tirolerische, salzburgische Landschaft innerhalb eines sich vereinenden Europas. Europa war ihm überhaupt eine Herzensangelegenheit. Und so hat er ganz zufällig im Jahr 2001, im Dezember 2001 in Nürnberg eine Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum entdeckt, die sich mit europäischen Künstlerkolonien befasst hat. Und er hat dabei auch die Organisation Euroart entdeckt.
Es hat dann nur wenige Zeit gedauert, bis unser Kulturförderverein, später dann auch der Marc Brien als solcher, der Organisation Euroart beigetreten sind. Beim Austausch mit den verschiedenen Euroart-Kolonien haben wir schnell festgestellt, dass wir eine fundierte wissenschaftliche Abhandlung über unsere Künstlerlandschaft brauchen. Und wir waren uns einig, Gerd vom Höfel und ich, dass also ein solches Buch dringend geschrieben werden muss. Und das ist dann auch passiert. Die Autorin war eine der besten Kennerinnen der Künstlerlandschaften und der Künstlerkolonien. Frau Dr. Ruth Negendank ist mittlerweile auch bei uns seit langem Mitglied. Und da hat sich der Sachverstand des Diplomkaufmanns Gerd vom Höfel besonders bewährt bei der Auswahl, ja schon bei der Auswahl der Autorin, beim Autorenvertrag, beim Verlagsvertrag, bei vielen wirtschaftlichen Dingen, die mit so einem Buch, es war ja ein großes Projekt, das sehr viel gekostet hat, das der Kulturförderverein dank der Beiträge seiner Mitglieder hat stemmen können, dass das alles so gut und positiv gelaufen ist. Und dieses Buch hat jetzt durch den Katalog seine große Ergänzung erfahren. Ja, wir gedenken also dankbar unserem Gerd vom Höfel, er ruhe in Frieden. Ich möchte aber jetzt nicht mit einem so traurigen Kapitel schließen. Ich möchte vielmehr die Jugend zu Wort kommen lassen und an die Jugend denken. Und es ist im Oktober 2015 gewesen, dass Frau Andrea Hübner Geschäftsführerin der Brien Marketing geworden ist. Und zu diesem fünfjährigen Jubiläum, liebe Andrea, möchte ich dir in unser aller Namen und im Namen des Kulturfördervereins sehr herzlich gratulieren. Wir fühlen uns bei der Brien Marketing, die ja die Galerie seit 2017, also jetzt bald 4 Jahre, verwaltet, sehr gut aufgehoben. Und wir hoffen und wünschen, dass wir gemeinsam, der Kulturförderverein mit der Brien Marketing GmbH, mit dir, mit unserem jungen Bürgermeister, der offensichtlich auch schon Gefallen gefunden hat an unserer Kunst und an den damit verbundenen Aufgaben. Wir wollen versuchen, dass wir weiterhin so gut zusammenarbeiten und ja, Brien zu einer kleinen Kunstmetropole zwischen München und Salzburg oder wenn ich es bescheidener ausdrücke, zwischen Rosenheim und Traunstein machen und weiterhin dazu beitragen, dass Brien der Mittelpunkt der Künstlerlandschaft Chiemsee, der sich ja schon 1945 herauskristallisiert hat, dass das Brien weiterhin bleibt. Vielen Dank. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle, die hier mitgewirkt haben. Zum einen natürlich ganz besonders an die beiden Kuratorinnen, Ute Gladigau, Inge Fricke, Dankeschön. Weil was ihr auf die Beine gestellt habt, das ist in erster Linie eurem Idealismus zu danken. Und auch, ja, vielen Dank. Die Blumen gibt es jetzt gleich im Anschluss. Es gibt eigentlich nur noch einen spannenden Moment, und zwar, dass ich die Ausstellung offiziell eröffnen darf, was ich hiermit auch gern tue. Und ich möchte auch noch mal auf unsere Öffnungszeiten hinweisen. Wir haben von Freitag bis einschließlich montags von 14 bis 17 Uhr die Galerie geöffnet. Wir haben ein bestehendes Hygienekonzept. Also ich glaube, ich kann Sie guten Gewissens einladen, dass Sie kommen, dass Sie sich die Ausstellung anschauen. Und ich wünsche Ihnen dabei viele interessante Einblicke. Heute für die Spontanaktion möchte ich mich auch bei der Technik bedanken, bei meinem gesamten Team, weil wir in ja zurzeit einfach nur flexibel sein müssen und das sind wir. Und daher vielen Dank, dass wir es geschafft haben, dass wir die Vernissage nicht komplett abgesagt haben, sondern dass wir sie jetzt online live übertragen konnten. Ich wünsche allen einen schönen Abend, eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.